Hey Großer, sind schon lange im Lurk und wollte dir mal Danke sagen, dass du den Abend versüßt. Liege seit gestern im Bett. Mir wurde alle 4 Weisheitszähne und noch ein Zahn zusätzlich gezogen. Toll, dass es dich und deinen Stream gibt. Danke dafür. Herzlichen Dank erstmal für den Lob. Vielen, vielen Dank und gute Besserung. Oh, Weisheitszähne kenne ich was von. Gute, gute Besserung. Und es freut mich zu hören und zu lesen. Gute, gute Besserung. Oh, das kenne ich. Weisheitszähne. Ich habe... Habe ich 2? Nee, ich glaube, ja doch 2. Habe ich 2? Oder fand es auch 4? Nee, doch, ich habe, glaube ich, auch 4 gezogen gekriegt. Ich glaube, erst eine Seite, also erst rechts, glaube ich, oder links. Und dann, damit ich ja noch essen konnte. Aber das kenne ich. Aber wie gesagt, gute Besserung. So, was ist denn... Was zum Teufel ist das denn? Ist das von dem Riesen die Hand? Aber die haben ja gesagt, dass die mit der Forschung... da was entdeckt haben, wie immer. Aber warum sind die alle wahnsinnig geworden? Durch was? Frage ich mich. Huch. Spawnte da gerade etwas... Ah, guck mal. Da spawnt der, das Eis. Blub, blub. Da am Turm. Blub, blub. Blub, blub. Voll gut. Ja, aber das ist nicht der Riese, den wir mal gesehen haben, ne? Oder? Hat der einen Schlauch in der Nase? Ja. Ist da noch einer? Was zum Teufel? Das ist ein Mund, ne? Gut, 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 gut. Ja, so viel zum Thema Zahnarzt. Ne? Ich glaube, der müsste auch mal ein paar Weisheitszähne gezogen kriegen. Ah! Und wenn ich da hingucke, so sieht das für mich so aus, so ah! Wie der wohl gestorben ist. Ich hätte mich hier besser umgucken sollen. Wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwo ein Secret oder so. Verdammt. Oder? Sieht jetzt nicht so aus. Aber ist der eine Riese da noch am Leben? Fragen über Fragen. Das Licht hat gar keine Halterung. Das schwebt einfach da am Dings. Was ist denn das? So, die 4. Das lobe ich mir. Haben wir den Arm voll? Ja, einmal. Okay. Das nehmen wir mit. Eine neue Batterie. Da fehlen ja noch einige. Alter Schwede. Oh, geil. Toiletten ohne Türen. Finde ich super. Das ist natürlich ganz großes Kino. Was ist das denn hier? Sind das Türen? Ach, tatsächlich, die sind Türen. Ich finde super, dass man hier kacken kann, während der andere am Duschen ist und man den zugucken kann beim Kacken, weil es keine Türen gibt für die Toiletten. Hm. Toiletten ohne Türen? Hm. Ganz großartig. Mag ich. Bin ich ganz weit vorne. Kann man richtig Wettkacken machen. So. Muss ich selber ein bisschen lachen. Ich bin so erwachsen. Das ist gut. Hier. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Progress report on Niflheim Outpost N527. Our latest addition to the N527 management in the form of Dr. Lisa Svensson has been very challenging. On arrival, she exhibited clear signs of depression which had a major impact on staff morale and became a safety concern. I found out that she was involved in some form of accident, but I can find no records of such an accident. I believe she is telling the truth. In the future, I, the supervisor of Niflheim operations, can't be kept in the dark about such matters. However, after the uncovering of the native remains, Dr. Svensson has resumed her work within management and is starting to become a major asset to N527. Please disregard all prior transfer requests of Dr. Lisa Svensson from the N527 outpost. Mm-hmm. Hui.
Dafür sind wir reingekommen. Okay. Ich dachte, hier gibt es was Besonderes. Aber hä, wo müssen wir denn jetzt hin? Finde einen Absolauf-Schlüssel. Ja, hä? Kamen wir... Nee, wir kamen von unten, ne? Geht's noch nach oben? Habe ich gar nicht gesehen. Und Spinde. Die spinnen doch, die Spinde. Wo nix drin sind, außer alte Andiletten, oder? Das, nee, Socken, glaube ich. Und irgendein Anzug. Okay. Hier ist der Schlafsaal, hier müssen wir leise sein. Ja, gehe ich gleich hin. Hello? Are you here with me? Huch, warte mal. Gut, probieren wir mal unser Glück. Das war so klar. Oh, ein Secret. Hallo. Und noch ein Hörbuch. I want to go home. It was decided that my skills was of better use at Outpost N527, and I've spent a week in this freaking icebox. I miss my family. It wasn't even my fault. I told them the artifacts were dangerous. Arme Josephine? Gut, die haben ja durch diese Entdeckung, haben die ja herausgefunden, dass die ja durch diese Blumen, wo wir immer durchrutschen, in verschiedene reisen können, zu verschiedenen Orten reisen können, ne? Das haben wir ja beim letzten Mal herausgefunden. So. Hier ist nichts von Bedeutung. Das ist alles ganz toll hier. Ist wahrscheinlich ein richtig toller Arbeitsplatz hier, wenn alles so gefriert. Überall Bluescreens. Irgendwelche Tische. Ah, da sind wir jetzt hier. Hat. Vor allem, wir kriegen so viele Batterien. Jetzt gerade auch schon wieder eine gefunden. Relativ zügig jetzt, weil sonst haben wir erst immer ein bisschen gebraucht, bis wir für den Abend eine neue Batterie gekriegt haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so langsam schon auf Ende zugehen. Und dass es nicht mehr allzu lange dauert. Bis wir wahrscheinlich einen finalen Kampf haben werden. Ich habe keine Ahnung. Das sieht echt aus wie bei Outlast, Alter. So, Luftschleuse. Und ich habe einen Speicherpunkt gesehen. Da. Da würde ich gerne hin. Fass die Kugel an. Und du wirst speichern, Mann. Ich kann rein, wa? So. Aber noch nicht so richtig Horroriges jetzt zwischendurch, ne? Da wird wahrscheinlich Backrooms wahrscheinlich gruseliger sein. Oh, da hinten ist er wieder. Okay, es lebt also doch noch einer. Gulliver? Von Gullivers Reisen? Oder ist es der Eskimo-Mann? Eskimo-Mann, 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 der alles kann. Da müssen wir hin. Kann ich jetzt einfach... Ich kann hier runter. Ich kann aber auch hier lang. Wo geht's denn hier hin? Ich folge dem einfach mal. Ist bestimmt eine tolle Idee. Ich erinnere mich nur an den ersten, in die ersten zwei Folgen oder so. Oder die ersten beiden
Spielsessions. Aha. 15:28. An die ersten beiden Spielsessions. Die Spinnenmenschen. Oh Gott, die waren so furchtbar. Aha, also hier war so ein Secret, ja, sagst du? Sind das unsere Fußspuren? Jo, Tatsache. Wir hinterlassen Fußspuren, nicht gut. Der kann sich auch gut tarnen in so einem Gebirge, ne? Wenn er im Gebirge einfach so den Rücken hochhält, so die Spikes nach oben. Vor allem, wenn der uns eine Schelle gibt, ne? Der holt einmal aus und dann BAM! Bist du weg. Macht er direkt aus dir einen Elfmeter. Hat der Asthma? Oder ist er am Furzen? Ich bin mir nicht sicher. So. Oh. Hier eine Höhle kann er ja nicht. Er ist ja nicht groß, so groß wie Dings, ne? Hier eine Höhle kann er ja nicht. Er ist ja nicht so groß. Flexi, du Schlaumeier. Wie Karma einfach instant reinkickt wieder. Es ist halt so großartig. Es passt aber auch wie die Faust aufs Auge. Oh, der kann ja hier gar nicht rein. Ja, der ist ja so groß. Ich hoffe, du hast dein Essen nicht gemobst. Nee, hab ich nicht. Und dann habe ich doch gesagt, mit der Hand, weißt du? Gib dir so eine Schelle. Matsche bist du dann. Ja, nach dem Weg fragen ist eine gute Idee. Ja, wenn diese komische Musik kommt, habe ich immer so ein Gefühl, wir werden gleich wieder gejagt oder so. Ich habe gedacht, das wäre ein Collectible. Dabei ist es nur ein Stein. So. Brr, ist mir kalt. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Hey. Hey, ja. Aber wieso hat der da reingehauen in den Tunnel? Der konnte doch gar nicht wissen, dass wir da sind, oder? Oder sind das mehrere? Da hinten sind auch noch welche. Guck mal, die bewegen sich auch die Spitzen, oder? Ja, ich glaube, die bewegen sich auch. Ich glaube, der ist nicht nur der Einzige, der hier ist. Der hier rum existiert. Oh nein, das ist eine Hand, ne? Das ist ein Fuß? Ist das, was ich denke? Ganz leise und langsam über die Hand. Nicht, dass er denkt, wir sind eine Fliege und er macht so. Dann Spiel vorbei. Dann Ende. Hui. Guck, wie er noch grinst. Könntest du mal wieder die Nägel schneiden? Oh ja, speichern. Sind das vielleicht Gottheiten? Ich speichere vorher. Sind das vielleicht Gottheiten? Von dem Ort?
Oh nein, der hat wieder seine leuchtenden Glühaugen an. Oh, wir dürfen wieder nicht im Scheinwerfer sein, ja? Aber ich stehe doch so gern im Rampenlicht. Oh, die werden weggebrannt. Die werden wahrscheinlich erfroren oder so, ne? Die Eisriesen! Feinde der nordischen Götter! Ach so! Der hat uns gesehen. Alter Schwede. Na, lauf doch! Ich laufe! Oh, Nein! Oh, wie gemein das war! Hä? Wie gemein! Oh nein! Und ich habe unten gespeichert, ne? Ich weiß hier nicht, was ich machen soll. Muss ich die scheiß Kugel da hinlegen? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Oder muss ich zwei Kugeln finden? Ich muss zwei Kugeln finden. Ernsthaft? Oh, man kann damit nicht rennen, ne? Nur so zur Info. Wenn er mir jetzt entgegenkommt, habe ich ein Problem. Ich werde das schaffen. Ich glaube fest an mich. Ich werde das definitiv schaffen. Diesmal. Und jetzt rein in den Strom. So. So, wo bin ich denn jetzt? Strahleraugen gehen wieder an. Oder? Macht der jetzt Licht an? Ja, ich glaube, der hat Licht an, ne? Oder? Ja, er hat Licht an. Kann der mal weggehen? Ach, der guckt mal nach da, ach so. Oha. Alter. Da habe ich gedacht, da wäre jetzt auch so ein Dings. Weil da so das mit den hellen Steinen, da sieht aus wie ein Gesicht. So Nase in der Mitte, links und rechts Augen. Was ist das? Der Schlüssel. Aua! Ich habe dir gesagt, der kriegt eine Backpfeife. Oder wir. Bam, Junge. Ach ja, Fifi ist ja auch noch da. Hä? Rettet Fifi uns jetzt? Fifi, der Wunderhund. Fifi?
wie der Wunderhund. Fifi, der Wunderhund. Du bist so hässlich. Und gleichzeitig schon wieder so wunderschön. So, führe den Schlüssel in die Absolot-Tafel ein. Ich führe gleich mal was ein. Erstmal speichern. Oh, Hundi ist lieb. Ich dachte, der wäre böse. Und rein in den Demogorgon. Reisender Seher. Ja, ich sehe ganz viel. Ich sehe Absolut-Forschung. Henrik? Sarah, can you hear me? Timing is a little bit bad. Do you have the key? I got it, but I have to tell you that... Just insert the artifact key into the tablet and hurry back here. There's something we want to show you. Okay, was wollen Sie mir denn schauen? Gelange zurück zu Dr. Hendrik Anderson im B1. Aber wir müssen ja erstmal den Schlüssel in die Tafel drücken, ne? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war alles. Warte mal, da ist sie links. Mythologieforschung. Me and Henrik delved into the carvings and historical material recovered from Asgard. It depicts a lot of the events that we have represented in the book The Younger Edda. But some written stories seem to be minor versions of the true events. Something that really catches my attention is the final story of the trickster Loki. The story depicts a prank where Loki has the blind Hodur fling a spear against the immortal Baldur. The blind brother didn't know that the spear was tipped with mistletoe and accidentally ended the life of Baldur. The real aftermath of this prank is very different in comparison to the ones in the Edda. Apparently, the vengeful gods went on a killing spree, ending the sons and daughter of Loki. Only to eventually have him imprisoned. Forever. These stories keep getting worse and worse. Okay. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier lang? Kommen wir hier wieder zurück zu ihm? Bin mir gar nicht sicher. Wo war er denn nochmal? Nach B1. Da, B1. Da müssen wir hin. Typisch Berliner Fahrstuhl. Ding dong. So, gut. Da können wir speichern. Das würde ich direkt mal tun. Wir brauchen noch einen Schlüssel, ne?